Neid ist gefährlich und Neid kann tödlich sein. Neid kann dazu führen, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst. Warum, liebe Schwester, beneidest du deine Schwester im Islam, nur weil sie ein schöneres Handy hat? Warum, lieber Bruder, beneidest du deinen Bruder im Islam, weil er ein besseres Auto hat? Wenn du deinen Bruder in einem schönen Auto siehst, dann mach doch Bittgebet für ihn und sein Auto. Warum neidest du ihn? Was bringt dir das? Neid bringt dir doch nur Schaden. Ich meine, du selber möchtest doch nicht, dass jemand dich beneidet. Denn Neid kann eine Person krank machen. Neid kann dich selber krank machen. Neid kann die Person, die du neidest, krank machen. Neid ist eine Krankheit, die wir von unserem Herzen entfernen müssen. Wir müssen anfangen, unseren Geschwistern wirklich was zu gönnen. Und deswegen, liebe Geschwister im Islam, lasst uns aufhören zu neiden und möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch vor dem Neid bewahren. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und ein Link darunter findet ihr unseren Muslim Fitness Kanal. Dort werden wir sehr viele schöne Sachen machen und dort habe ich ein sehr schönes neues Video für euch. Abonniert die Kanäle und unterstützt uns für Allah subhanahu wa ta'ala. Und bis dahin, salam.